Egal ob Gewalt, Extremismus oder schlechtes Wetter, an allem sind Computerspiele und das Internet schuld. So haben 0,8 Promille aller überführten Handtaschendiebe zugegeben, schon einmal in ihrem Leben ein Computerspiel gesehen zu haben. Das kann kein Zufall sein. Höchste Zeit, dass Surf- und Spielegewohnheiten am PC schärfer überwacht werden. Die Inspektoren vom Poing SWAT Einsatzteam sind unterwegs, damit auf den Bildschirmen des Freistaates Zucht und Ordnung herrschen. Poing SWAT, Computerkontrolle, wo brausen wir denn gerade im Internet rum? Hey, komm Junge, keine Ausflüchte, bei der Cache-Kontrolle kommt sowieso alles ans Tageslicht. Sehen Sie mal, Inspektor Kögelweiler, ein verdächtiger Joystick, ob der wohl registriert ist? Jetzt werde ich aber gleich ungemütlich. Mit so einem Joystick kann man Schädeldecken einschlagen. Und der Typ hier hat nicht mal einen Joystick-Schein. Solche Joysticks werden ohnehin bevorzugt für den Betrieb indizierter Spiele verwendet. So ist das also, dann lassen wir mal den Spüren für jugendgefährdende Software von alleine. Eine falsche Bewegung und unsere Schnüffelkampfmaschine Rembo braucht heute kein Trockenfutter mehr. Ich lese mal inzwischen die Rechte vor. Für Computerkriminelle haben wir ja gar nichts vorgesehen. Meine Güte, eine Kinderschokolade. Was hast du denn damit vorgehabt? Ja, und schauen Sie mal, was der Wicht hier noch hat. Ein Häschen, ich fasse es nicht. Das ist unfassbar. Und was ist das hier? Wieder haben die Inspektoren vom Poing SWAT Einsatzteam einen Computerspieler bei unmoralischen Tätigkeiten erwischt. Gut, dass es diese Eingreiftruppe gibt. Poing SWAT, die Männer für unser aller Sicherheit. Wo kommt diese Maus her? Woher? Woher? Los, sprich!